Hallo, herzlich willkommen zurück zu Hughes Fluch. So, wir sind hier fertig. 100%. Und 100% bedeutet in diesem Original Let's Play, wir werden ein neues Gebiet uns aussuchen. Diebesgilde muss noch aus dem Glückswart raus. Moment. So. Und weg ist es. Die Auswahl steht Morrowind. Beziehungsweise Wartenfell in dem Fall. Warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Hab ich ein Addon nicht drin? Okay, jetzt komme ich durcheinander. Scheiße. Also wir haben offenbar Morrowind, damit meine ich Wartenfell, das Addon. Noch nicht. Mirkmaier. Das ist irgendwo hier unten. Tripmoor, genau. Markart sollen wir auch noch nicht haben. Das Reib, genau. Blackwood. Das ist Dunkelforst, hier unten. Und Necrom. Necrom ist Telvanni-Halbinsel. Genau so war das. Zorotir wird seit 2014 von mir kontinuierlich ausgeschlossen und diskriminiert. Weil PvP ist was für Leute, die wirklich Bock drauf haben, aber ich habe keinen Bock drauf. Und ich finde es leider ein bisschen schade, dass man diese Quests nicht machen kann, nicht machen darf, weil man hier getötet wird. Interessanterweise habe ich hier die Bücher übrigens. Aber gut. So, sieht soweit ganz gut aus. Kalkstein sieht ziemlich merkwürdig aus hier, ne? Ja, das ist ziemlich vollständig, muss man sagen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Das heißt, wir haben noch 5 Gebiete. Mit dem neuen DLC sind es 6 Gebiete. Gut. Und ich werde das Glücksrad jetzt drehen. Wo geht's jetzt hin? Jetzt. Oh, 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 oh. Es geht nach Blackwood. Also nach Dunkelforst. Wir werden die Höllen von Oblivion wieder besuchen. Sehr passend. Ziemlich cool. Ist ein cooles Addon. Gibt einen Gehilfen dazu. Wie ihr seht, habe ich schon was aufgedeckt. Und die Gehilfenquests gemacht. In On the Fly, um die Gehilfen zu kriegen. Und nichts ist besser da, auch einen Gehilfen direkt zu haben. So, das heißt, ich werde Blackwood auch aus dieser Online-Glücksrad rausnehmen. Ich finde das geil. Das heißt einfach nur Online-Glücksrad. Gibt es bei Google ein, das ist der zweite Begriff oder so. Und das speichert das. Da gibt es auch Würfel und alles. Das finde ich echt cool, die Seite. De.pliab.com ist das. Ziemlich geil. Nutze ich sehr gerne dafür. So. Das heißt, ich gehe auch auf Blackwood. Damit ich hier auch schön alles aufdecken kann. Und wie ihr seht, ich habe auch ein paar Bücher und alle Verliese, das ist auch wichtig. Wobei Quests werden uns wieder in Verliese reinschmeißen. Und die Himmelsscherben habe ich halt auch noch nicht aus den Verliesen. Das ist auch nochmal ein Ding. Es gibt 18 verfluchte Dinge. Guckt euch das an. Der Hammer. Gut, aber bevor wir dahin gehen, muss ich noch ein bisschen Organisatorisches machen, denn mein Inventar ist voll. Also gehen wir zum Ort. Ne, wir gehen nirgendwo hin. Braucht ihr Esabi? Diese ist hier, um zu dienen. Gib mal meine Truhe her. Wir wollen einlagern. Diese scheiß Tränke, ne? Kotzen einen doch an. Das Meridia-Handwerksstil werde ich lernen. Farbvorlage. Was zum Henker soll ich damit? Das Ding ist doch genauso gut wie Harry, oder? Wir behalten es erstmal.
Okay, die behalte ich. Runenkistenfragment. Was habe ich hier in der Tasche? Sag mal. Okay, fürs Essen reicht's. Eure Besitztümer bei. Dann holen wir uns einen Gefährten. Tja, wen nehmen wir? Ich glaube, es ist auch ein Fall fürs Glücksrad, ne? Eigentlich auch geil, ne? Ja. Okay. Online Glücksrad. Ach. Kennt ihr das, wenn ihr was schreibt und auf einmal ist es weg? Ups. Das mochte Windows jetzt gerade überhaupt nicht. So. Basan da. Bastian. Funkeschen. Gerissen. Isobel. Miri. So. Mal gucken, was wird. Bastian! Bastian kommt wieder. Habe ich ihn jetzt gerufen? Ja. Monster? Schurken? Wo liegt das Problem? Bastian, bist du älter geworden? Kann ich euch bei etwas helfen? Du hast ja Falten im Gesicht. Wie sieht denn der eigentlich aus? Also vom Charakter her. Ja, das sieht gut aus. Tolles Gebiet zum Sammeln. Ja, da. So, zuerst fangen wir mit dem Prolog an. Jetzt muss ich aber mal gucken, welcher war das. Ruhmesgeschichten. Es gibt sogar Patronen dafür. Ist ja schrecklich. So, wir wollen Blackwood. Ein Ruf zu den Waffen. Die Kammerdelegaten in Leerwien brauchten Hilfe bei Untersuchungen zu einer Drohung gegen den ehemaligen Mitglied des Kaiserlichen Rates. Und den Aktivitäten von Kultisten und dem Merunes Dagon. Das ist viel zu laut. Sucht den Anführer der Elfenbeinbrigade und Lerwin in der Hauptstadt von Dunkelforce auf. Ein tödliches Geheimnis. Das tun wir. Zack. Und da, Moment. Da-da-da-dam. Achtung, Werbung in 3, 2, 1. Ne, doch nicht. Da die Drohmes-Geschichtenfrau steht da. Die schreit dann doch sofort an. Bastian, wir müssen mal deine Rüstung umfärben in Blau. Blau-Gold. Gold. Von grün in blau. Das ist irgendwann mal die Psychic-Farbe. Ihr habt mein Wort. Falls die Ratsherrin in Leerwien oder der umliegenden Region ist, wird die Ja. Toll.
Mein Headset hat einen Wackelkontakt. Hab's gerade berührt und ist schön der Ton gerade ausgegangen. Fraps hat sich da mal komplett verabschiedet. Das Video ist Schrott. Naja, nicht ganz. Ich darf das Video jetzt nochmal neu aufnehmen, die 10 Minuten 27 Sekunden. Ärgerlich. Nicht jetzt, Bürgerin. Seht ihr denn nicht, dass ich gerade alle Hände voll zu tun habe? Ich bin mir sicher, eine Wache oder einer meiner Brigadisten kann euch helfen. Ich habe gehört, ihr würdet nach Hilfe suchen, Brigadist Antonius schickt mich. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Die Zahl von Leavins Problemen ist immens. Und nun treffen anscheinend auch noch die Vorhersagen der Waldelfenschützin ein. Verdammt seien diese alten kaiserlichen Geheimnisse. Ratsherrin Jerich ist verschwunden. Und meine Elfenbeinbrigade für meinen Geschmack zu verstreut. Erzähl mir mehr über die Schützin und das kaiserliche Geheimnisse. Die Waldelfin Eveli Scharfpfeil. Sie brachte die Neuigkeit, dass die dunkle Bruderschaft es auf Mitglieder des Ältestenrats abgesehen hat. Alles wegen irgendeines Geheimnisses der Langhauskaiser. Wir nahmen diese Warnung ernst. Doch Jerich verweigerte sich dem Schutz der Brigadisten. Ihr meint, dass die dunkle Bruderschaft Ratsherrin Jerich etwas angetan hat? Bei der Assassinengilde weiß man nie, was man denken soll. Aber Jerich ist verschwunden. Und ich habe nicht genug Brigadisten in Bereitschaft, um ordentlich nach ihr zu suchen. Ihr seht mir fähig aus. Wollt ihr euch etwas Gold verdienen und uns helfen, das Schicksal der Ratsherrin aufzuklären? Ich werde euch bei der Suche helfen. Hier, lasst mich eure Karte auf den neuesten Stand bringen. Es gibt Orte, die Jerich im Zuge ihrer täglichen Routine aufsucht. Falls ihr etwas zugestoßen ist, ist es irgendwo entlang dieses Weges geschehen. In der Zwischenzeit überprüft Eveli Scharfpfeil Orte in der Stadt. Sie wollte unbedingt helfen. Ich kenne Eveli Scharfpfeil. Interessant. Sie traf vor kurzer Zeit ein und hatte eine Geschichte parat, die direkt aus einem Kriminalroman entsprungen schien. Sie sagte, Kaiser Leowigs ehemaliger Vogt wäre von der dunklen Bruderschaft ermordet worden. Oh, krass. Ermordet wegen eines Geheimnisses, das die Langhauskaiser betrifft. Das ist geil. Die Geschichte kennen wir tatsächlich. Es ist aus dem Addon. Wie wurde Evelyn all das hineingezogen? Sie geht anscheinend schon eine Weile dem Geheimnis der Langhauskaiser nach. Sie ist an Ratsherr Lovidicus herangetreten, um ihm von dem Mord zu berichten. Und hatte Beweise dabei, die andeuten, dass der gesamte Ältestenrat in Gefahr schweben könnte. Wo ist sie jetzt? Ratsherr Lovidicus hat sie eng bei sich behalten, während die anderen versuchen, aus diesem sogenannten Geheimnis schlau zu werden. Ich bin noch nicht in die Einzelheiten eingeweiht worden. Angesichts von Jerichs Verschwinden habe ich Eveli an Orte geschickt, die die Ratsherrin in der Stadt häufiger aufsucht. Sehr gut. Hauptmann, vertraut ihr das Schicksal von Ratsherrin Jerich wirklich dieser Außenseiterin an? Hey. Warum hat Jerich nicht auf die Warnungen gehört? Wenn die Elfenbeinbrigade Söldnerinnen braucht, um ihre Arbeit zu machen, vielleicht braucht Leavin dann andere Beschützer. Leavin braucht göttliche Einstimmung. Und die liefere ich halt. Gut. Erstmal göttliches Thumbnail machen. Ja, sehr cool. Sehr, sehr gut. Ich finde Evoli cool. Das klingt wie Evoli und Evoli ist... Es hat etwas Wunderbares, ohne Ziel... Ja, danke Bastian. Gut. Was soll ich jetzt machen? Jerich aufsuchen. Wo ist er? Nicht hier. Spiel, du musst. Ach, entlang des. Also irgendwas stimmt doch hier gerade nicht, oder? Da scheinen wir an drei Orten zu sein. Hier drin ist er schon mal nicht. Gut. Haben wir hier zufälligerweise einen Maler? Ja? Ja? Haben wir einen? Glaub, hier ist doch einer, oder? Verzauberer. Alchemist, Schmied, Schmuck,
Schmuck habe ich bis heute noch nicht verstanden. Mystiker, die haben alle möglichen Sachen, aber kein Maler hier. Sie ist doch Monturtisch damals. Also glaube ich immer noch, oder? Ja, da ist er doch. Meine ich doch, dass hier einer ist. Gut. Wir gehen da mal hin. Die Folge ist auch bald vorbei. Das ist jetzt nur der Einstand in eine weitere... in ein weiteres großartiges, langes Kapitel. Denn Blackwood war eines der... war glaube ich 2022 das Addon. Das Kapitel. 2023 war auf jeden Fall Necrom. Und Blackwood war davor. Das heißt, das hier ist schon sehr, sehr stark das Addon gewesen. Also das war gut. Das hat mir gefallen. Aber ich werde halt irgendwann mal auch diese Soundtracks mal abschalten und dann irgendwann, keine Ahnung, andere Soundtracks benutzen. Den Wehschrein von Leia Wien entdeckt. So, wo ist der Monturtisch? Erstmal gucken, habe ich hier überhaupt Sachen? Kann man das nämlich auch schon mal erledigen, wenn wir schon mal hier sind. Sound. So weit ist es schon gekommen. Es gibt keinen Sound mehr. Ah, Torben gab es zurück, schön. So, aber nun zum Monturtisch. Da ist er doch. Finde ich auch schade, dass übrigens dieses Bemalen von Kleidung, was ich jetzt zum Beispiel hier auch mache, ESO Plus Mitgliedern vorbehalten ist. Das sollte man ändern, finde ich. Das ist echt schade. Oder soll ich auf... warte mal, geh mal zurück. Soll ich auf... geht's zum Spieler? Soll ich vielleicht auf grün gehen? So, das gesperrte Maus blenden und dann auf selten. Passt auch, oder? Mal gucken, ob ich nicht doch irgendwas anderes nehme. Ja, mal annehmen. Ich glaube, jetzt habe ich grün gefärbt, ne? Ne. Set-Gegenstände. DLC fürs Fluch. Ja, cool. Ist auch geil, ne? Das spielst du so lange eh so, ne? Und hast plötzlich nur eigentlich recht wenig. Weil du das meiste ja schon eingeschmolzen hast. Dass man es Vorschau machen kann, ist cool. Das gab es früher nämlich auch nicht. Aurora-Ritter ist eigentlich echt cool, finde ich. Aber dann sieht man halt die Arme nicht. Ich will halt die Arme sehen. Das ist Nordkluff, das geht gar nicht. Ja, das ist ja auch schon... ich will sowas in der Art, allerdings mit freien Armen. Auch mal gekauft, weil ich dachte, das sieht gut aus, aber es passt irgendwie auch nicht. Das passte dann auch nicht.
Also diverse Dinge, die nicht funktioniert haben von einem Aussehen her. Ja, das hat zwar freie Arme, aber das sieht scheiße aus. Das geht gar nicht, da ist nichts dran. Das haben wir schon. Ja, es sieht ziemlich schwierig aus. Gibt irgendwie nichts. Außer ich baue mir sowas irgendwie zusammen. Das ist eine Mischung aus leichter Rüstung. Ich bleibe mal bei dem. Guck mal, was ich farblich da ändern kann. Das Schwarz hier machen. Boah, ist das eine hässliche Farbe. Nicht genau das Blau, ne? Das kommt schon eher dahin. Dann lieber sowas. Ein bisschen grün. Ne? Machen wir das mal so. Was? Ja, irgendwie sieht das gar nicht so anders aus. Tausend, ey. Das ist einfach mal kostet, das Ding umzufärben. Nee, aber auch, das ist so wie früher. Gut. Wir haben aber unsere Sachen verändert. Also das ist eh die letzte Folge. Danach gehe ich rennen. Ich werde jetzt nochmal gucken, welche Frisur am besten passt. Natürlich die. Die Persönlichkeit muss mal kurz abgeschaltet werden.
Ich habe so viele Frisuren hier. Ich glaube, es geht eigentlich, ne? Das ist der Klassiker, den wir immer hatten. Ich glaube, ich gehe wieder zum Klassiker zurück. Das. Kopfbedeckung. Also ein Diadem ist irgendwie cool. Soll aber auch nicht aussehen, als wenn es da rangeklebt wäre. Klingt Ambition, okay. Nehmen wir das und noch mal eine andere Frisur. Sind eh die Dinger, die ich nicht verwenden kann, ne? Mal das nehmen. Dann die Diadems mal durchprobieren hier. Das gibt's nicht. Hier gibt's kein gutes Diadem, wirklich. Ich bin empört. Okay, ich lasse es weg. Das sieht alles scheiße aus.
Tresor. Hier sowas. Ja, doch. Das hier. Das nehmen wir jetzt. Jetzt bin ich zufrieden. Das ist so schrecklich, ey, manchmal. Ich suche eigentlich noch eine richtige Erscheinung, die interessant wäre. Die man nehmen könnte. Aber die ich habe, die sind ja halt alle so. Da, die Kopfbemalung habe ich da, glaube ich. Kriegswappenträger, genau. Das ist nämlich das. Was denn hier so ähnlich aussieht wie das hier. Das finde ich irgendwie cool. Gut. Beim nächsten Mal erkunden wir Leavin weiter. Suchen erstmal den Ratsherrn. Und verfolgen weiter die Quest. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.